wird heute besonders bunt und besonders kreativ. Wir besuchen Juanitas Nähbox im Stadtteck bei Graz. Eine Oase, in der es vor allem ums Selbermachen in inspirierender Atmosphäre geht. Ein Knopfer nähen, für mich schon eine hohe Kunst. Und auch ein Kinderspiel in Juanitas Nähbox. Eine bunte Welt an Stoffen, an Knöpfen, an Borden, an Nähseilen, in der das Nähen für Jung und Alt zum puren Vergnügen wird. Juanitas Nähbox ist einfach ein Ort mit viel Farben und Magie, wo wir produzieren selber schöne Sachen. Jeder hat eine Idee und ich mache diese Idee alles in der Idee. Heute ist ein großer Tag für Valerie. Die 4 Jahre junge Dame wird sich ihren ersten Rock schneidern. Und wir haben 4 Nadeln mit 4 Fahnen. Voller Zehen und Fingerspitzengefühl und mit einer gehörigen Portion freudigem Eifer lässt Valerie die Nähseide über ihren Stoff tanzen. Das hat sie schon sehr früh interessiert, auch mit dem Schneiden und sie näht auch mit Nadel und Zwirn selbst schon Dinge an. Und dann der wunderbare Moment. Stolz schlüpft Valerie in ihren Rock. Unterdessen rattert die Nähmaschine weiter, diesmal über einen fröhlichen Stoff, den Frau Reinwert für ein Kleidungsstück für ihre Enkelin gewählt hat. Mit der Juanita Orten, das ist ein Hit. Sie hat Ideen, sie setzt um und es passt auch immer, wenn sie die Farben zusammenstellt und sehr, sehr, sehr kreativ. Und so drückt man sich in Juanitas Nähbox auch geradezu die Türklinke in die Hand. Zur Begrüßung gleich ein Maßband und schon geht's los für Nina und ihren Freund Alexander, auf dessen Nähplan heute eine coole Tasche steht. Jeder kann nähen. Viele von den Kindern, die kommen oder Erwachsene sagen, nein, ich kann das nicht nähen, das ist so schwierig und so. Und machen wir leichter, damit alles genau geht. Vor 2 Monaten habe ich erst begonnen und ja, bin jetzt mit meinem ersten T-Shirt fertig und mit der ersten Tasche. Und als nächstes geht dann die Hose an. Eine farbenfrohe Welt voller Nähutensilien aus aller Herren Länder. Mit Prinzel der Kolumbianerin von Geschäftsreisen mit ihrem Grazer Ehemann. Jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, kaufe ich mir einen Stoff, ein Band, einen Knopf. Und jedes Stück, es ist einzeln. Und irgendwann sage ich, heute ist der Tag, ich werde das machen, das ist meine Vorstellung. Und fange ich alles zum Rausholen und sage, okay, jetzt, es ist das Projekt. Wobei es den Handwerksbüchern von Herrn Hauser zu verdanken ist, dass all die Utensilien in Juanitas Nähbox Platz und bei Bedarf sofort Verwendung finden, etwa für die Kreationen dieser beiden jungen Designer. Es hat schon einen Vorteil, wenn man dann selber seine Sachen nähen kann, wenn was kaputt ist, dann kann man es selber reparieren. Und möchtest du mal schneiden, ja? Nein. Fußballer oder so. Was für ein Hingucker. Doch was braucht es eigentlich, wenn man sich Haube und Kleider selber nähen? Die Freude und Talent. Und so verlassen Juanitas Nähbox also täglich Unikate, in denen reichlich Herzblut steckt. Bravo!